Bei ihrem Angriff auf Israel haben bewaffnete Kämpfer der Hamas auf diesem Festivalgelände im Süden Israels bis zu 250 Menschen getötet. Der israelische Rettungsdienst berichtet von, Zitat, 4 oder 5 Lastwagen mit jeweils 50 Leichen, die von dem Gelände abtransportiert worden seien. Palästinensische Extremisten drangen Medien zufolge auf das Festivalgelände in der Nähe eines Kibbutz vor, wo sich Hunderte, zumeist junge Menschen, zum Feiern versammelt hatten. Anschließend schossen sie um sich und nahmen Geiseln.